Bei Star Rail finde ich gut, dass doch mal der Titel da komplett steht, der Titel der Mission. Hier müsste ich noch mal da reingucken, um es aufzuschreiben. Mal gucken, ob wir morgen Tales of Arise fertig bekommen, ne? Aber ich glaube, da sitzen wir vielleicht sogar noch einen Stream dran. Ich weiß ja nicht, wie lange es geht. Also, ich habe eine gewisse Zeit schon im Kopf, weil irgendwo schon stand, wie lange das geht. Aber ich hasse sowas. Das ist auch jedem vollkommen egal. Und es gibt auch viele, die wi wollen wissen, wie lange ein Spiel geht. Haltet doch mal einfach die Fresse. Sorry, aber ich will nie wissen, wie lange ein Spiel geht. Und Heifrult. Kaum starte ich Genshin, kommt der Frull dann, ja, angedackelt. Wenn du die Weltquest noch nicht gemacht hast, ist es vielleicht ein Spoiler. Aber hey, uns fehlen nur noch eins, zwei. Ja, das sind die einzigen beiden, die uns noch fehlen hier. Diese Hydrokolosse, glaube ich. Und an die komme ich, glaube ich, nur durch die Quest. Die hast du schon gemacht, dann ist ja gut. Dann mach gefälligst die Arkonten-Quest. Ich muss noch hier. Die muss ich noch machen. Die wollte ich aber nach der Weltquest. Ich glaube, ich fange dann mit dem an, weil das am schnellsten geht. Die müsste ich dann auch mal alle machen. Zu 100%. Ich bin so faul. Los, Furina. Warte, ich wollte doch eigentlich. Hui. Klatsch tot. Wozu brauche ich das? Ach, hier nehme ich einfach mal mit. WB Duri. Du bist gerade bei der Anklage von Furina. Nicht Furina klagt Frult an, sondern Frult klagt Furina an. She is guilty, ja. Oh. Das ist ein kleines böses Mädchen. Furina ist die, die ich gerade hier spiele. Schau auf die Namen meiner Charaktere, dann siehst du das.
Mist, ich hab diesen. Ah, da ist er wieder. Der komische Ball. Wo ist denn hier der Kreis? Nein, wo willst du mit mir hin? Ich bin doch noch nicht fertig. Hallo? Ja, ich möchte Focalore Skin haben. Deine Figurensammlung hast du mal online gestellt da. Na komm. Du schaffst das. Ah ja. So, morgen können wir mit Kyo zusammen Farm gehen, Frult. Hui. Die meisten Figuren sind sozusagen aus Collectors Edition, sehe ich gerade. Okay, tauchen wir mal. Ah!
So, und diese komischen Bällchen brauchen wir für Navia. Komm, her mit da. Her damit. Deswegen ist meine Vermutung, dass mit Navia keine neue Gegend so wirklich kommt. Oder es kommt eine neue Gegend mit. Warte mal. Gibt es irgendein Material, was wir. Ich glaube, es kommt ein neuer Gegner so. Jetzt nochmal bei ihrem Material nachschauen. Denn das ist mein Plan für morgen, dass ich schon mal Material. Ach ja, stimmt, das Material vom Boss ist ja dieses tanzende Pärchen. Ich weiß jetzt nur noch nicht mehr welches. Ja, das, was kommen wird, ist nämlich. Stimmt, eine Sache, die ich nicht farmen kann, ist nämlich das Artefakt. Für Navia. Alles klar, Fult. Wünsche dir viel Spaß und danke, dass du da warst. Yum, 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 yum. Sayonara. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die neue Sphäre dann, komm, hier, Teleporter-Punkt, hier, komm, schalt frei, jawohl. Damit haben wir alle Teleporter. Komm her, du. Ich zerreiß euch. Also, die neue Sphäre wird dann wahrscheinlich in einem alten Gebiet oder so wahrscheinlich vorkommen, weil... Oder die haben ein neues Gebiet, was halt nur kein neues Material gibt.
Oh, ich hab. Ah, warte. Was hab ich ja. So, was für eine Kiste habe ich gerade geöffnet, diese Kiste. Ich brauche dieses Material von denen. Allein für Navier. Ah, wir müssen hier rein. Halt, stopp. Wo ist nochmal die komische da? Na komm, her. Interessant. Wir müssen den da vielleicht nach unten bekommen. Ah, es geht nur, wenn wir den Stopper. Ah ja. Okay. Stirb, 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 stirb. Du auch, 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 auch. Ich glaube, ich weiß, wozu das Ding gut ist. Hier ist noch ein Hydrokolos. Aber ich dachte, ich hätte 1, 2, 3 Hydrokolosse. Ja, dann. Ach stimmt, hier ist noch eine Markierung. Ha, die habe ich nur gar nicht mehr gesehen. Stimmt, den Hydrokolos fehlt uns auch noch. Also geht's hier rein. Komme ich da rein jetzt? So, den haben wir. Kann ich den auch abhaken? Deswegen habe ich ihn noch nicht gemacht, weil ich wusste, da gibt es noch ein Gebiet für. Hätte ich nämlich sonst auch so holen können, glaube ich. Bin mir nicht sicher. So. Jetzt verbleibt nur noch dieser Ort. Glücklicherweise ist der Eingang immer noch verschlossen. Wie es scheint, konnte Jacob das Rätsel hier noch nicht lösen.
Oder er hat's gelöst, aber keine Möglichkeit gefunden, die Lösung anzubieten. Mal überlegen, die letzten Lösungen waren Schatten, Leben und Liebe. Basierend auf den vorherigen Mustern, vorhergehenden Mustern stellt mein Logikmodul folgende Vermutung für die Steininschrift an. Immer vereint, in einem Augenblick geboren, auf widersprüchliche ewige Ruhe bei dir. Der letzte Satz lautet der ursprüngliche Tropfen. Caterpillar, Seymour, kennt ihr die Lösung für dieses Rätsel? Ich habe eine Idee bezüglich dieses ursprünglichen Tropfens. Das klingt ganz danach, als ginge es dabei um den ersten Regen nach Erschaffung der Welt. Eine solche Szenerie ist sowohl im antiken Fontaine als auch bei dem Narzissenkreuzverein sehr beliebt. Ach, wie kann man so etwas finden? Da diese Tropfen sich bereits mit allem Wasser vermischt hat, sollte jeder Wassertropfen ein ursprünglicher Tropfen sein. Es ist wie der ursprünglichen Gottheit, die ihr unermessliches Potenzial überall ausgebreitet hat, und daher ist in jedem von uns eine göttliche Komponente zu finden. Aber wenn die Lösung so einfach ist, dann hätte die Person, die zuvor gekommen ist, sie doch ohne Problem anbieten können, oder? Stimmt, ich muss mich wohl irren. Auch wenn es nicht richtige Lösung ist, es ist dennoch eine gute Lösung. Ich finde nur, dass die Person, die die Rätsel erstellt hat, nichts von Romantik versteht. Und er macht sich über dich lustig, dass du nichts von Sicherheitsmaßnahmen verstehst. Eine Antwort ist mir nicht möglich. Es gibt 1200 Suchergebnisse zu ursprünglichen Tropfen. Der Legende nach soll der erste Tropfen Wein auf der Welt vom Animo Argon. Klar. Was das angeht, ich glaube, ich habe etwas, das ich euch mitteilen kann. Einer Legende zufolge sind die Okaniden die erste Träne des ehemaligen Hydro-Arkons. Du bist eine, also los, let's go! Und die erste Träne auf dem Land soll von den frühesten Okaniden vergossen worden sein, nachdem sie die Menschen verstanden hatte. Sollte nicht die erste Träne auf der Welt vergossen worden sein, als der erste menschliche Säugling weinte? Bei Tieren dienen die Tränen in Wirklichkeit dazu, Salz auszuscheiden. Und in jenen friedlichen Zeiten haben Menschen sogar bei ihrer Geburt lachend ihren ersten Atemzug getan. So heißt es zumindest in der Legende. Ich finde, dass das Weinen von Säuglingen und die Salzausscheidung von Tieren eigentlich beide die gleiche Art von emotionsloser Verhaltensweise angesehen werden können. Das Weinen von Säuglingen ist auf äußere Reize zurückzuführen. Und auf diese Weise können sie auch ihre Lungen so schnell wie möglich mit Luft füllen. Diese Erklärung findet sich in Lehrmaterialien der Lebenskunde von Sumeru. Die Lösung lautet also Okanide? Die Person vor uns war wahrscheinlich tatsächlich nicht in der Lage, die richtige Lösung dann zu bieten. Palmon findet, dass dies eine vielversprechende Antwort ist. Basierend auf meinem Verständnis des Narzissenkreuzvereins könnte das tatsächlich Sinn ergeben. Die Rote Königin, die an einem unbekannten Ort träumt, und eine Gestalt im Traum, deren Worte immer so zweideutig sind. Was du da sagst, ist noch unverständlicher als diese Rätsel selbst. Das spielt keine Rolle. Wir sind bereits in der letzten Phase angelangt. Egal wie sich die Sache entwickelt, am Ende wird die Lösung enthüllt werden. Ja, lasst es mich probieren. Sollte es in einem Fehlschlag enden, dann müsst ihr euch schnell eine andere Lösung einfallen lassen. Es hat sich geöffnet. Wir müssen unbedingt den letzten Brocken bekommen. Andernfalls wird das heilige Schwert in Hände des Narzissenkreuzvereins fallen. Na, am Ende kommt doch der Jakob dann wieder raus und will uns das streitig machen, oder nicht?
君に捧げよう。瞬く間に。 瞬く間に。たまたまよ。 Das ist schon richtig, so wie es ist. Oben. Und oben machen wir dann freilassen. So, dann hätten wir schon mal eine Bahn. Ist sogar schon alles unter Wasser. Wunderbar. Zug befindet sich auf dieser Ebene.
wir hier nicht irgendwo was? Schlüssel. Ernsthaft. ちょっとした落ち着こう。フィナーレと行こうか。逃がさない。毒だねよ。光り輝くがいい。何を。いけ。やあ、タイチーズ。 間に健康よ、世の乱れを切り尽くせ。え、拍手のご用意を。おお。<笑>光よ。面白いものは多ければ多いほどいい。
Davon ist das der Brocken der Persönlichkeit? Dichteanalyse der Materie vor uns nicht möglich. Die Masse beträgt anscheinend null. Es scheint, dass wir die letzte Runde gewonnen haben. Jetzt können wir zumindest versuchen, mit dem Gegner zu verhandeln. Jetzt haben wir zumindest den Vorteil, dass wir den Narzissenkreuzer einletztlich davon abhalten können, das heilige Schwert zu schmieden. Es ist nicht wirklich ein Vorteil, Paimon. Unser eigentliches Ziel ist es, das heilige Schwert zu schmieden und damit ihren Plan zu durchkreuzen. Und Anne? Ich habe natürlich nicht vergessen, was dir das Schwert bedeutet. Das heilige Schwert, das den Willen sezieren kann, ist der Schlüssel zur Lösung deines Rätsels. Tatsächlich ist es für mich genauso wichtig. Aber jetzt haben wir es mit wichtigeren dringenderen Dingen zu tun. Bist du damit einverstanden, dass unsere eigenen Rätsel erst dann zu lösen, wenn alles vorbei ist? Ich habe kein Problem damit. Also Shiro, bitte nimm die Persönlichkeit entgegen. So, Truhe. LOL, wir fliegen sozusagen in der Oberwelt rum. Das ist echt cool. Mir fehlt nämlich noch eine Kiste. Nun sind wir also auf der Spitze dieses Turms der Gestalt gelandet. Getrennt von Caterpillar, Anne und Seymour. Was sollen wir tun? Der Weg nach unten scheint in eine Falle zu führen. Aber Paimon kann nicht anders, als ein mulmiges Gefühl zu haben. Du bist ja bekanntermaßen eine tolle Kämpferin, aber Paimon macht sich auch um die anderen Leute Sorgen. Dann haben wir wohl keine andere Wahl, als herunterzusteigen. Ist das der Eingang? Egal, wenn es irgendwelche Fallen gibt, dann zerschmettern wir sie einfach. Mal sehen, ist das da drin oder hier oben drauf? Ich kletter mal hoch. Was für ein Patch, welches Spiel? Hm?
Genshin. Ist doch normal. Jeden Monat kommt ein Patch. Ja, Hunger, Hunger.